So Leute, da bin ich wieder. Wir spielen Full Metal Jacket. Deine Terrorkampagne kommt zügig voran. Es dauert nicht mehr lange, bis in den Straßen von Grafenville ein Chaos ausbricht. Sicher wird dann die Armee einschreiten. Man sollte daher einen Präventivschlag gegen das Militär in Erwägung ziehen. Wenn er gelingt, wird das die Unruhe der Sterblichen weiter steigern. Kein Sterblicher innerhalb des verwünschten Militärstützpunktes darf tauglich bleiben. Wir legen uns mit der US Army an. Yeah, that's America. So. Empfohlen. Ich maue lieber meine eigenen Teams. So, wir nehmen auf jeden Fall, wir nehmen mit, also dieses Ding ist praktisch Dragoons Auftritt, großer Auftritt, der kommt hier auf jeden Fall mit. Ich möchte auch hier Black Crow dabei haben. Und ich werde einfach mal, nein, nicht Knuckles, Knuckles, du bist scheiße. Ich werde hier mal Gardner mitnehmen noch. Dann werde ich auf jeden Fall die drei Herrschaften hier mitnehmen. Ich werde mitnehmen. Ich werde Firetail mitnehmen. Weil mit ihm kann ich einen Geist befreien. Das weiß ich, ja. Ich bin klug. K-L-U-K. Und ich nutze noch. Wen nehme ich noch mit? Ich habe noch keinen Elektrofreund. Ich nehme Hogwash mit. Sehr cool. Sorge dafür, dass kein militärtauglicher Sterblicher auf dem Stützpunkt bleibt. So. Dieser Schamane hat mich ausgetrickst. Mich, den ältesten aller Schwindler. Mich an einen Baum gefesselt und sagte, ich müsste dort bleiben, bis ich vom Waldbrand verschlungen werde. Doch das Schicksal war grausam und mein hölzernes Gefängnis wurde zu einem Totem geschnitzt. Bitte hilf mir, freizukommen! Ja, hier haben wir Wirejack. Oder keine Ahnung, wie man es ausspricht. Der kann übrigens trojanisches Pferd, ne? Sehr lustig. So, der ist praktisch das Pendant zu Harrod, die ich nicht dabei habe. Aber ist scheißegal. Weil ich wusste, dass er da ist. Muss man mal dazu sagen. So, allerdings können wir hier... Das hier, das ist doch sein Gebiet hier. Das sieht man doch jetzt schon. So, der geht hier erstmal ein bisschen ab. So, ich binde Black Crow, binde ich mal hier. Vor dem hier müssen wir uns echt den Sorgen machen. Vor Father William Mercury. Weil er kann Geister ein wenig auf den Keks gehen. Die schicke ich mal zurück. Ihr lauft hier so schön rum. Oh, so? Hey. Du getroffen? Du wirst zumindest getroffen. Das ist doch gut. So. Black Crow. Der hat hier eine Menge Platz hier für Zeugs. Grauen! Hunger. So, man muss zu dieser Mission dazu sagen, hier ist es so, dass die ganzen Typen hier unglaublich viel Willenskraft und alles haben. Also, die zu vertreiben ist echt nicht leicht. So. So.
Da muss man echt ein bisschen mit den Jungs hier in Kombination arbeiten. Und hoffen, dass halt einfach die Dinger... Ich habe leider jetzt keinen dabei, oder? Kannst du Aura lesen? Nee, du kannst keine Aura lesen. Ich hab auch den Vater angelockt, okay. Ich hab nur nicht rum. Oh, du steckst hier rum. Hm. Feuertanz! Brenne! So. Da ist übrigens auch ein Leichnam. So. Du hast ja eine Besessenheit, ne? Dann besetzt den mal. So, er ist jetzt erstmal von einem Schamanen besetzt. Das kann man lassen. So. Jetzt bin ich hier. Finden wir. So, du. Du bleibst im Eingang. Und Dark stellt sich mal dazu. So. Ja, ihr seht. Was? Spinne? Oh. Ist halt mit den Jungs. Ist es echt nicht. Moment. Wo ist er denn? Kriegst auch noch ein bisschen was ab. Ist egal, es hilft für ein paar Punkte. Interessanter bist du. Hetzen. Beziehungsweise grauen, danach hetzen. Hetz die Jungs. Dich könnte ich eigentlich auch über den Campus schicken. Na, Campus, genau, das. Wie nennt man das? Ja, Militärbasis halt. So, ich will aber. Dich hier. Ich will nämlich genug Punkte. Ich brauche 240 Punkte fürs trojanische Pferd. Dann kann ich ihn holen. Weil das ist das Schöne. So. Du hast 400 Punkte. Da steht ein ganzer Pferd rum. Da steht ein Pferd auf dem Flur. Nee, 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 nee. Und der geht so ab. Hey. Hey, das ist wieder mein Tod. Feuertanz. Ja, der kann hier die komplette Gegend anzünden. Das ist auch sowas. Ist auch schon echt heftig. Wenn man es genau nimmt. So. Dich will ich hier drin haben. Befehle, aber nur. Nein. Die anderen Befehle braucht man eigentlich so nicht. So. Nur wenn Sterblichkeit habe. Da ist der Pater. Wie das aussieht. Ah, Spinnen. Flöhe. Oh mein Gott. Viel Getiers. So. Nein. Das lassen wir. Hier ist auch mal, ich kann hier noch Kerstner. Mal gucken, was der hier so kann. Kostet 300. Grauen. Und Vision. Das ist übrigens so ein Typ, der so eine Lampe in der Hand hat. Okay. Hier was Elektronisches? Nee. Stromausfall. Ja, nee, Schlagstrom.
Da irgendwo ein Raum, wo... Da, da kann ich ihn reinsetzen. Das ist gut. Hast du eigentlich irgendwas zum... Zuwachsen. Hey, was ist das? Alle gucken ihn an. Aber ich krieg immer noch kein trojanisches Pferd hin. Okay. So. Da kann ich dann kann ich Clutterclaw setzen. Und hier draußen kann ich sie setzen. Die kann. Die kosten ja wenig Punkte, also. Kann ich auch deren ihre Kräfte anwenden. Ohne Bedenken. Da ist wieder so einer, der irgendwie so hin und her rennt wie ein Bekloppter. Ich helfe ihm mal. Ich weiß nicht, ob das hilft. Ich hoffe mir nicht. Kärtner kann ich hier fehlen, nur wenn Sterbliche zugegen sind. Da ist der Pater. Der ist hier auf dem Klo. Nee, im Spinnschrank. Okay. So. Schick mal. Schockfrost den mal. Hat jetzt nicht so gebracht. Es hilft ein bisschen. So. Wo seid ihr denn alle? Da ist immer noch der da. Der wirkt auf mich, als wäre er festgeglitscht. Das hoffe ich nicht. Das wäre nämlich nicht gut. Leute, macht den mal fertig. Ah, jetzt bewegt er sich anders da. Gut. So. Ja, ist ja gut. So, ihm hier ein bisschen zutexten. Was liegt denn da? Das Wasser brennt. Ich habe das Wasser angezündet. Warum? Wie habe ich Wasser anzünden können? So, dich dahin. So. Ihr brennt sehr gut. Bang, bang, bang. Trojanisches Pferd. Danke. Dich da dran. Und jetzt hast du keine Kräfte mehr gerade. Dann halt du mal ab, irgendjemanden das Ding zu holen. Du hilfst ihm mit. So. Er hier brennt, ist mit Flöhen infiziert und hast du nicht gesehen, was alles noch? Ich kann dich auch noch dran binden. Zünde du hier alles an. Ah, die reinigende Flamme, mein Gefängnis brennt. Hab Dank für deine Hilfe, Ghostmaster. Ja, ich bin dabei. Ich bin ja ein netter Kerl.
So. Dich kann ich auch wieder dran binden. Und kann man noch eine Verlockung machen. So, damit sollte ich nämlich noch ein paar anlocken. So, damit haben wir hier den Raum hier als... Was war das? Verdammt! Ah! Nochmal! So, Kletterklau, ich lass mal Skardro, lass ich mal raus. Ihn muss ich mitnehmen. Ich nehme Black Crow wieder mit. Ich nehme Dragoon wieder mit. Ich nehme... Ich nehme Ghastly mit. Ich nehme Hardboiled mit. Und ich nehme... Ich nehme mit noch... Ich nehme Blair Wisp mit. Sorge dafür, dass kein militärtauglicher Sterblicher auf dem Stützpunkt bleibt. So. Das krieg ich hin. Und hier rennen ja gerade ein paar rum. Feuertanz! Das sollte hier ein paar Punkte bringen erstmal. Und zünde gleich noch einen an. Den hier vielleicht. Aha, jetzt liegt er. Alle tot, alles Angriff. Wir werden angegriffen, Chef! Und so mit Stinky! Yeah, der pupsende Schamane. So. Ich kann dich leider hier drin nicht binden gerade. So. Ich meine, hier sind ja ein paar, die können gut ein paar kleine Punkte bringen. So. Oh. Da, da sitzt einer. Domin ziehen! Hardboiled kann ich jetzt gerade noch nicht binden, weil ich noch kein Kind habe und hier kein Kind rumrennt.
Bank. Der Pater nervt so ein bisschen gerade. So. Dann möchte ich mal hier. Führerisches Trugbild. Sagen wir hier mal ein bisschen für Chaos, ne? Nebeln wir noch ein bisschen. So. Mit da rein. Beziehungsweise Bug und Kletterclaw, die dürfen sich wieder hier aufhalten. Das klingt ganz gut. Das klingt nach einem echten Plan. Ich habe zwar keine Ahnung, was ich tue, aber hey, da ist der Pater. Da hinten würde Ghastly ganz gut kommen, denke ich. Da steht eine Kanone unten. Was macht ihr eigentlich hier? Jetzt die mal. So. Du kannst ja mal Verlockung wirken hier. Binden. Ich kann die übrigens nur draußen binden, ne? Muss man auch dazu sagen. So. Da holen wir uns jetzt einfach mal hier so ein paar her. Und geben so ein bisschen Punkte. Ich meine, der da kommt jetzt raus und... Oh mein Gott, Spinnies! Spinnies! Kann ich mal hier raussetzen. Dragoon schicke ich auf die Bank. Setze den Schamanenboy neben dran. Machen einen überwältigenden Gestank. Ich sollte hier so ein paar. Brauche jetzt endlich ein paar Punkte. Gib mir die Punkte, die ich will. Hör mal den da an, genau. So. Bank. Alle mal auf die Bank. Graf. Trojanisches Pferd. Danke. So. Jetzt kann ich dich nicht befreien, weil du keine Kräfte hast. Dich kann ich da nicht dran binden. Kletterclaw. Dann machen wir es wieder wie eben, dass keiner auf die Idee kommt, das Ding mitzunehmen. Gast, die kann ich...
wäscht sich die Hände. Ja, Kälte und Backofen, gute Idee. Zünden Sie den an. So, und dann hast du einen Feuerball. Feuerball. Nein, nicht Backofen. Feuerball! Jetzt Feuerball endlich! Feuerball! Mach endlich! Ich will nicht, dass du Backofen einsetzt. Befehl, nur Kräfte deiner gegenwärtigen Stufe. Oder Feuertanz. Danke. Geht doch! Befehl... löschen. Ja. So. Damit haben wir den jetzt erstmal befreit. Raus, raus. Alle raus hier! So. Jetzt haben wir hier jetzt erst einmal. Wo ist er dann? Hier. Wahrscheinlich kann er es jetzt gerade noch nicht ansetzen. Nee. Aber er kann einen Gestaltwandler einsetzen. Dann macht mal abstoßenden Anblick. Für dich. Kein abstoßender Anblick? Nee, kein Bock. Wahrscheinlich muss er jetzt Gestaltwandler einsetzen. So, da kann er jetzt rumlaufen. Schön wäre, wenn er halt eben so drin sein trojanisches Pferd loslassen könnte. Okay, das hat jetzt nicht viel gebracht, Leute. Personifizierter Horror. Oh, Moment. Du trägst ein Geschenk mit dir rum. Gut. Kann ich mit leben. Lass das Ding mal hier fallen. So. Damit haben wir nämlich dich hier drin. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Zack, umgefallen. So, der Priester kommt hier nicht weit, ne? Nee, der kommt nicht rein. You shall not pass. Aber ich kann jetzt Hardboiled hier drin wenden. Sickendes Blut! So. Möchte ich mal Kletterclaw hier hinsetzen? Das Pferd wäre wieder aufgeladen. So, alle wieder zurück auf die Bank. Du auch. Du auch. Ich möchte die Party... Eigentlich möchte ich die Party hier starten. Trojanisches Pferd. Das liegt dann natürlich scheiße.
Was ist? Keine Ahnung. Draco! Feuertanz! Geschenk steht hier scheiße. Moment, kann der das Geschenk mitnehmen? Nee. Guck mal. So. Gerne noch das lebendig begraben mal einsetzen. Das wäre nämlich ziemlich cool. So. Du bist nicht mehr Gestalt gewandelt. Ah, jetzt. So. Wie gesagt, das Geschenk liegt hier noch da und hier ist immer noch diese Pupswolke. So. Ja, der Gestaltwandler, der rennt jetzt hier ein bisschen rum, das ist okay. Der kann hier auch ein bisschen weiter rumlaufen. Der macht mal eine Vision. Damit die da so ein bisschen Angst kriegen. Und ich bind ihn hier. Ist der Priester. Du gehst mal zurück auf die Bank. Da sind die Dinger noch elektronisch, okay. Dann können wir hier so ein paar anzünden. Wow! Das hat eben Punkte gebracht. Das ist gut. Oh, jetzt kann ich lebendig begraben. Geh zu, wo bist du denn? Ah, du lockst gerade Leute an. So. Binden wir dich mal hier und sagen Verführung. Hey, der erste ist weg. Ne, sogar den zweiten. Okay. Hier locken wir Leute durch das Trugbild an. Dich lasse ich auch mal weg, weil ich will jetzt echt das lebendig begraben einsetzen. Lebendig begraben. Hey. Du, Todesjagd. Los? Nee, das war Feuertanz. Das war nicht Todesjagd. Todesjagd. Jage! Das sieht teilweise so dämlich aus. So. Bug kann ich hier noch binden. Und mein Trickser bin ich hier mit trojanischem Pferd.
Ja, der haut ab. Und ein Gestaltwandler. Gut. Das sieht doch mal gut aus. Jetzt kann ich Hardboiled nämlich hier. Und dem sagen Blutflut. Befehle. Nur wenn Sterbliche zugegen sind. Gut. Er hier auch. Er hier darf auch. Befehle. Nur wenn Sterbliche zugegen sind. Bug du ebenfalls. Nur wenn die Sterblichen da sind. Befehle. Nur wenn Sterbliche zugegen sind. Da werden jetzt die hier angelockt. Dich kann ich hier hinbinden. Und Feuertanz. So. Was ist er denn? Ah, steht er noch hier. So, er lockt gerade an. Okay, ja, das kann er machen. Ghastly kommt mal hier hinten hin. Domizieren. So. Ja, ist ja gut. Lähmt mal. So. Kräfte. Ja. Schau ich den weiter rum. Befehle. Befehle. Nur wenn Sterbliche da sind, ne? Weil. Personifizierter Horror. Na, hier sieht's nicht. Ah. Machst du da rein? Nee. Hat nicht. So. Du zurück auf die Bank. Du bindest dich hier. Und machst mal einen Gestaltwandler in den Priester. Sehr cool. Priester, du kommst hier nicht mal raus. Du wirst nämlich hier brennen. Und es werden immer weniger Leute. Ja, sehr gut. Oh, er wurde gebunden. Ah ne, weil der Priester weg ist. Okay, ja. Klar, macht Sinn. Dann gibt's die Gestalt nicht mehr. Gut, macht Sinn irgendwie, glaube ich. Was stehst du hier rum? Ich hoffe nur, dass du nicht festgeglitscht bist. Das hatte ich nämlich ja schon mal. Wir erinnern uns. Das hoffe ich echt stark. Bobby. Da drin bist gerade ein bisschen nutzlos. Gut, zünde das da an. So. Alle mal alle Geister raus. Ich meine, die meisten versammeln sich ja hier. Der hier steht so, aber gut, er ist im Einflussbereich von Geistern. Das heißt, ich kann ihn zumindest mal wahnsinnig machen. Das wäre natürlich machbar.
Er hat sich zumindest auch mal bewegt, also. Okay. Binden, Kräfte, trojanisches Pferd kann er gerade nicht einsetzen. Dann schraub du mal zurück. Kräfte, trojanisches Pferd. Ah, hier. Da binde ich jetzt ihn dran. Er darf wieder hochhauen. Wo sind denn alle? Ich meine, er hier, der kriegt jetzt ordentlich auf die Fresse von dem da. Elektrisch. Oh, sehr gut. So, wo seid ihr denn alle? Meint ja nicht mehr viel alle. So, er macht mir ein bisschen Sorge gerade. Aber er bewegt sich zumindest ein wenig. Ja, er rennt weg. Sehr gut. Was bist du eigentlich? Das, der hat noch nichts mitbekommen. Okay. I don't give a fuck. Oh, nicht. Was? Oh mein Gott. Da reißt sich immer den Kopf ab. Sehr gut. So, und Clatterclaw hier hin. Den Trickser kann ich mal hier draußen hinstellen. Ich meine, dann macht mal Verlockung. Kletterclaw, Bug hier hin, ihn hier hin und Verstörung. Bändig begraben. Hoffentlich sieht man's mal. Gok, gok. Das ist irgendwie nicht bändig begraben worden. Normalerweise verschwinden die dann in der Erde, warum machen die es nicht? Noch zwei da. Da ist der eine. Der andere? Ach, da. So, fuck. So, wo seid ihr denn? Da rennt einer rum. Todesjagd. So, da läuft er direkt in den sickernden Bluttypen rein. Ja, sehr gut. Und wird noch ein bisschen besessen. Oh, da ist der andere.
you think you can run? No, you can't. So, damit ist er weg, jetzt nur noch er hier. Oh, damit kriege ich doch angezeigt, was er... Ego? Nein. Bio? Ja, dann ist davor gejagt zu werden, okay. Mein Freund. Du kannst doch Hetze, ne? Mach mal Hetze. Hetz den mal ein bisschen. Sehr gut. So, damit ist der letzte auch weg. Und wir haben die Mission geschafft. Yay, ich habe die Armee besiegt. Ich bin der beste Held der Welt. Nennt mich Supergott. Ja, ist er weg? Da rennt er. Oh, da ist einer. Hi. So. Reißen wir uns hier nochmal auf. Damit der Kerl abhauen kann. Ja, Clever. Hardboiled ist verschwunden, aber das macht ja nichts. Hier, Dragoon fegt hier einfach mal durch die Hallen. Das ist hier aber auch okay. Kann man lassen. Gut. So, das hat jetzt maßlos überzogen, die Folge. Das wollte ich eigentlich nicht. Aber gut, das kommt vor. Alter, Schrecken, please. Not so vor. Ja, die haben geschrien wie kleine Mädchen, wie es sich in der Armee gehört. Immer schreien wie kleine Mädchen. Oh, wir haben Paranoia sogar erzeugt, sehe ich gerade. Und machten 6 Stück. Oh, flüchten, achten. Ja, Zeit war maßlos beschissen, aber 675 Goldplasma. Und damit öffnet sich, was spukt über dem Kokosnest? Dieses Level werden wir uns dann allerdings beim nächsten Mal widmen. Und zwar nicht mehr heute. Also für euch sowieso wurscht, aber ist auch wurscht. Damit würde ich sagen, mein Name ist Gorthulk, ich hoffe, ihr hattet Spaß, ich hatte es auf jeden Fall und wir sehen uns dann demnächst wieder. Bis dahin und ciao, ciao!